Also bei euch sieht man ja schon so die Anfänge mit den Mediatheken beispielsweise. Da konnte man für kurze Zeit Sendungen anschauen. Die Anfänge der Gestaltung auch der Webseiten fand ja so statt. Nur das gab ja immer noch diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Also einmal den Fernseher mit dem Fernsehprogramm, das ja zeitlich da so runterlief, so wupp. Und andererseits einfach den Computer, wo man es ja eher so wupp gelesen hat. Es gab Absprachen mit Verlegern, dass endlich mal diese ganzen Internetinhalte als diese begriffen werden, wie sie sind, nämlich als offene Inhalte. Und dass man die auch tatsächlich nutzen kann und dass man damit nicht etwas verliert, sondern etwas gewinnt. Fernsehen lebt. Und es macht richtig Laune, denn man kann sich plötzlich im Fernsehen auch informieren. Man guckt nicht nur klein in Kästchen rein und lässt sich berieseln, sondern Fernsehen ist informativ. Also mein Fernseher ist jetzt kein Fernseher in dem Sinne, sondern es ist einfach nur, ja, ein Bildschirm, mehr nicht. Ich habe ein Tablet. Ja, das Tablet heute nutzt man eigentlich mehr wie eine Fernbedienung und wie eine Fernsehzeitschrift. Einfach per Klick, per Interesse, per Themenstream sozusagen, kann ich dann einfach weiter recherchieren, kann weiter gucken, kann interaktiv einen Schritt hinter die eigentliche Information gehen. Also in einen neuen Film zum Beispiel reingucken oder schauen. Wer hat denn das jetzt eigentlich hochgeladen? Wer ist das? Wie kann ich diese Menschen kontakten? Ja, der Medien- und Content-Industrie geht es im Moment sehr viel besser als schon vor 10 Jahren. Content Flatrate, das ist eine Gebühr, die man bezahlt und dafür werden dann die Inhalte bereitgestellt. Also im Prinzip, großartig verändert hat sich es nicht. Es ist einfacher geworden. Ganz, ganz einfach. Hier spreche ich, Carina Fiskus aus dem Jahr 2022. Thank you.